Darin, let's ja, play. Finde den Eingang zu Alpha Labor 4, habe ich doch gesagt. Ah, was ist. Ah, Wartungsschlüssel. Perfekt. Ja, da ist irgendeine Tür, da kenne ich aber nicht den Code für. Scheiße. Nicht so gut. Ah, warte mal, da liegt doch was. Von George. Irgendwas mit George. George Pott. George Potter. Keine Audiologs, gut. Kein Code. Feuert sie ihren Boss. Yeah. Was ist das denn, ey? Sie haben es satt, von ihrem Boss runtergemacht zu werden. Sie wollen ihre Zeit selbst einteilen. Sie suchen eine Gelegenheit, ihr Einkommen zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen. Das ist ihre Chance. Sie brauchen sich nur bei www.marsbuddy.com einzuloggen. Finden Sie es heraus, wie leicht es ist, von zu Hause zu arbeiten und das dicke Geld zu verdienen. Marsbuddy.com. Ja, das ist mir scheißegal. Ich suche den Code. Aber hier ist keiner. Keine Audiologs. Mann! Was ist denn das hier? Boah, 47. Ja, das war ein Fehler. Ey, hier auf das Fass. Oh, Fresse. Verpiss dich! So, Leben. Rüstung. So, und jetzt? Was habe ich davon, dass ich das angehoben habe? Gar nichts, ne? Ey, wo finde ich denn den Code? Den Code hier für 47. Kann ja nicht sein. Bei Marc stand nichts. Der hat doch nichts gesagt. Ist auch nichts. Keine Ahnung, ey. Hier haben wir schon alle gelesen, eigentlich. Und die neuen stehen ja immer unten. Haben wir nix. Ah, nee. Ich will mir das eigentlich nicht angucken. Ah, kann man auch unterbrechen, gut. Ja, hier. 1, 2, 3, 4. Okay. Was war dann? 1, 2, 3, ne? Boah, ist das schlecht, ey. Okay, dann machen wir jetzt öfter einfach den Code raten. Ja. Ich hab doch dein Funkgerät gehört, du Drecksack. Komm hier rein. Ha. Noch einer, ey. Der sagt nichts mehr. Ja, ja, hier. So. Aber wir werden immer besser. Wir haben uns zwar ein paar Mal getroffen, aber wir werden trotzdem besser. So, wir haben jetzt diese Codekarte. Hier war ja irgendwo ein Raum, wo man eine Karte für braucht. Ich glaube hier, ne? Ja, ja, genau hier. Ah, perfekt. Jetzt haben wir den Zugang. Das wurde jetzt wahrscheinlich auch protokolliert. Zugang erteilt. Wo ist der vorhersehbar, der Gegner? Verdammt. So. Der macht ja immer... immer das Gleiche. Schon wieder satanische Rituale hier am Laufen. Hüpsa und... Stirb und... Stirb. Jawohl. Nein! Aua. Ja, sicher! Schlecht geschissen, oder was? Wieder ein Codeschloss. Hier. Hä? Hatte der gerade Audi Nummer 48? 1, 2, 3. Das funktioniert wohl überall. Ist das der Notfallcode, der überall funktioniert, oder wie? Verstehe ich. Ja, ich hab's ja gerochen. Ey! Alter. Ah, guck mal hier, können wir wieder zusammensetzen, spielen und diesmal ist schon fertig eigentlich.
war hier gut. Aua. Voll Feuerball in der Fresse. Wo sind wir denn hier? Super Mario oder was? Ja. Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Pilze und alles fühlen, die ich da in Mario immer mit den Mario halt abballer, wenn ich die Feuerblume geschluckt habe. Boxen ist schlecht. Nein. Mann. Boah. Ja, natürlich kommen noch mehr Gegner. Da war ja noch nicht genug hier. Ich gehe hier gleich drauf. So. Cool, guck mal, also derjenige, der hier an der Leiche war, der konnte besser zusammensetzen wie wir. Bei uns sah das ja irgendwie anders aus. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Hat da festgetackert auf dem Boden, die Leiche. Das habe ich so gut zusammengesetzt, das macht hier keiner mehr auseinander. Hallo, sammelt das doch. Ja. So, wir laufen hier lieber mit der Waffe rum. Hallo, lebst du noch? Das ist ein Zombie, oder? Da! Ah, da ist schon wieder ein Fettsack, ey. Ach komm, ich soll doch die Pistole nehmen. Für ein Geräusch. Hallo, wer macht hier die Geräusche? Da kommen hier Laserstrahlen raus? Da gehe ich nicht her, ey. Da gehe ich kaputt. Hallo? Was ist... Was? Lüftungszugangsgitter öffnen. Hä? Lagerbereich geöffnet, Vorratsbehälter, Lagerbedienfelder auf Automatik. Was sind das denn da für komische Werte? 728 in welche komischen Sinus oder Wellen oder ich weiß nicht was. Und das da unten, das hier, das sieht doch so aus wie, keine Ahnung, Lebensstrom von so einem Herz oder sowas. Ja, klar. Nein, schon wieder die Drecksviecher hier. Nicht die Granate. Nein, die auch nicht. Ich wollte schon sagen, haben wir keine Schnellfeuerwaffe mehr. Lift rufen. Ist schon da. Ja, dann gehe ich doch mal gucken, was da mit hier los ist. Ob ich da her kann, aber ich speichere vorher. Bestimmt werden wir jetzt zerhackstückelt von Lasern. Oh, doch nicht. Ist ja komisch. Ich dachte, ich sterbe. Hallo? Was ist denn hier? Wir sind so am Atmen. Oh, die Taschenlampe ist aus. Hallo? Oh. Haben wir ihn da bekommen? Alter Schwede. Jetzt wird's langsam lustig. Nein. Hallo. Ey. Hätte ich mal die Waffe da drin gelassen, ey. Du kriegst die Waffe nicht. Nein, das ist jetzt mein Ultra-Minigun-Arm-Gewehr oder ich weiß nicht was. Bam, so. Danke, Kollege. Hast aber auch bessere Zeiten gesehen. Ihr Kiefer ab, ne? So. So, wer will, wer hat noch nicht, ne? Wie heißt die Waffe? Gucke ich jetzt im Inventar nach. Da steht das, ja. So. Shane Gun. Jawohl, wir haben die Shane Gun. Maschinenpistole, ja, macht Sinn. Shane Gun. Die panzerbrechenden Geschosse mit Kaliber 0,3 der Shane Gun verursachen hohen Schaden. Jedoch leidet die Genauigkeit unter dem starken Rückstoß, ja. Scheißegal. Bei 1000 Kugeln wird schon irgendeiner das Ziel treffen. Nimm das! Du auch! Ah! Ihr sowieso, ihr Säcke! Oh. Nachladen. So. Das ging aber schnell. Ich hab doch was gehört. Geht doch gleich bestimmt noch mehr Türen auf hier. Hallo. Ach, guck mal. Irgendwelche Rüstungszellen aufgehoben. Ja, zum Glück sind wir...
Zum Glück sind wir da noch hergegangen. Sonst hätte ich die jetzt nicht bekommen. Oh, speichern. Und nach unten bitte. Hätten wir auch runterspringen können, oder nicht? Ja, guck mal, Lift im Arsch. Stirb! Oh. Ah. Ich glaube, wir sparen uns lieber die Waffe für irgendwelche Endgegner oder so. Ah ja. Natürlich. Ja. Ah. Mann, das sind doch ihr Drecksviecher, ne? Hier, hier kommt doch noch einer, oder kam da schon einer? Komm raus. Da auch. Toll, der Lift ist im Eimer. Der wird nicht mehr hier. Sau doof, dass er auf die Munition draufspringen muss, weil er die sonst nicht aufhebt. Ja, toll. Oh, geht auf. Okay. Ja, rote und blaue Schläuche, weiß ich nicht. Nein! Diese Drecksköter! Boah! Hätte ich mal die Angriffswaffe ausgerüstet gelassen. Ja, ja. Machen diese komischen Geräusche. Ich komme mir vor wie ein Jurassic Park bei den Velociraptoren, ey. Lass mich hier durch! Hilfe! Mach auf! Ah! Ah, okay. Mit dem Fenster hatte ich aber den richtigen Riecher, auch wenn ich es anders gedacht hätte. Es ist die 49, aber trotzdem 1, 2, 3. Macht keinen Sinn. Gerade war die 48. Das scheint wohl wirklich so der Code zu sein für die, wo es keine PDAs zu gibt. Einfach 1, 2, 3. Ich gebe. Ja, oder. Vielleicht irgendein Code. Da funktioniert wahrscheinlich jeder. So. Ha. Nach Alpha Labor 4. Natürlich. Pass auf, danach kommt Alpha Labor 5. Ihr habt's ja gesagt. Louis, ich habe deine Präzision geortet. Die Hauptkommunikationssysteme versagen und fallen aus. Hat er nicht gesagt? Diese Betriebsstörungen auf der ganzen Basis. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch erfassen kann. Team Bravo hat die Endpro-Anlage betreten. Beeil dich. Du hast sie fast erreicht. Ja. Erreiche so schnell wie möglich das Endpro-Kraftwerk, weil Team Bravo da irgendwie schon ist. Ja, ja, machen wir, machen wir. Das machen wir. Okay. Was ist denn hier so komisch? Jetzt wird das aufgehen. Das ist so hier in der Mitte so geteilt. Siehst du das? Ist da drin was? Geheime Waffe vielleicht? Oder, ah ne, vielleicht ist er nur wegen dem Licht, weil hier beleuchtet ist und da ist Schatten. Ne, ist glaube ich, nichts. So, was haben wir denn hier? Können Sie mir helfen? Na, kommt drauf an. Sie hier fest. Schalten Sie die Türen frei und holen Sie mich raus. Was? Türen öffnen? Nö, kann man aktivieren. Hey, hey. So viel lustiger. So viel, ja. Hallo, was haben wir mit dir gemacht? Geht's dir noch gut? Oh, sein oder nicht sein, sogar einen Erfolg bekommen. Ey, ich hab nichts gemacht mit denen, das war ein Unfall. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Hallo? Betriebsunfall, schon mal gehört? Dafür gibt's doch betriebliche Versicherung. Kann ich doch nichts für. Prozess beendet. Tut mir leid. Ja, ganz ehrlich, hätte ich die Türen geöffnet, dann wäre der auf qualvolle Art und Weise von irgendeinem Dämon auseinandergenommen worden. Der Tod hier war schnell und schmerzlos und lustig für uns. Von daher soll er sich eigentlich nicht beschweren. Boah, nee. Hier. Ja. Mach den Code hier richtig!